Jetzt möchte ich mit euch über die Gewichtseinheiten im metrischen System mal nachdenken. Also es geht weiter ums metrische System. Metrisches System. Aber jetzt eben über die Gewichtseinheiten. Oder über die Masse. Ich schreibe jetzt mal Gewicht in Anführungszeichen, weil im Alltag benutzen wir das ja synonym. Gewicht und Masse ist für uns das Gleiche. Aber eigentlich ist es das nicht, wenn man das wissenschaftlich betrachtet. Die Masse ist letztendlich die Substanz oder der Stoff aus etwas ist. Und da gibt es sehr große Unterschiede, um zum Beispiel einen bestimmten Stoff aus einer Bahn zu bringen. Und Gewicht ist letztendlich die Kraft, mit der die Masse von der Erde angezogen wird. Und das ist nun mal auf unserer Erde immer gleich. Und so gibt es im Alltag einen Zusammenhang zwischen Masse und Gewicht. Etwas, was viel Gewicht hat, hat viel Masse, was und umgekehrt genauso. Aber für heute verwenden wir das erstmal synonym. Also die Einheit, in der wir also ein Gewicht oder Masse messen, im metrischen System ist das Gramm. Gramm. Wie viel ist ein Gramm? Könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, eine Büroklammer. Das ist also so eine Büroklammer. Oder eine Kaugummi. Ein Kaugummi würde auch ungefähr ein Gramm wiegen. Also nicht das ganze Päckchen Kaugummi, sondern wirklich einfach nur ein Kaugummi. Oder zum Beispiel auch eine 1-Euro-Note. 1 Euro, das sind also relativ leichte Dinge, die ungefähr alle ein Gramm wiegen. Wie üblich im metrischen System fügst du jetzt einfach wieder deine Vorsilben ein und dann kommst du eben zu größeren oder kleineren Einheiten. Die größere Einheit, die du sicher kennst, ist ein Kilogramm. Kilogramm. Und dort habe ich eben einen Faktor von 1000. Also 1000 Gramm sind ein Kilogramm, so wie auch 1000 Meter ein Kilometer sind und so weiter. Wie musst du dir ein Kilogramm vorstellen? Hier nehmen wir wieder unseren Würfel. Du stellst dir einen Würfel vor, der eine Kantenlänge hat von 10 cm breit, 10 cm tief und auch 10 cm hoch. Und sagen wir, der ist mit Wasser gefüllt, dann wiegt dieser Würfel eben genau 1 Kilogramm. Jetzt tragen natürlich die wenigsten von uns einen Würfel mit einer Kantenlänge von 10 cm herum, ist auch sehr unpraktisch. Aber was du dir vielleicht besser vorstellen kannst, ist eine Flasche. Ich zeichne mal eine Flasche. Und zum Beispiel eine 1-Liter-Flasche mit Wasser. Ich rede also nicht über das Glas, sondern ich rede wirklich nur über den Inhalt. 1 Liter Wasser hat genau das Gewicht von 1 Kilogramm. Und umgekehrt kannst du auch viel kleinere Dinge messen. Und da eine typische Maßeinheit ist das Milligramm. Milligramm. Und das entspricht einem Tausendstel Gramm. Ich habe also hier den Faktor geteilt durch 1000. Und deswegen ist ein Milligramm entspricht auch einem Tausendstel Gramm. Das kleine G ist die Abkürzung für Gramm.